الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Schamhaftigkeit, liebe Geschwister, ist die Quelle der moralischen Tugend, die Mutter aller Tugend, die Grundlage des Imans, und durch sie wird der Glaube erst vollständig. Sie ist ein Beweis des Glaubens eines Menschen und führt den Menschen zum Guten und zur Rechtschaffenheit. Darum sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Schamhaftigkeit führt nur zu Gutem. Und er sagte: Schamhaftigkeit ist nur gut. Wenn ein Mensch diese Eigenschaft in sich trägt, ist dies ein Zeichen für einen guten Charakter, für seine reine innerste Natur und die Vollkommenheit seines Glaubens. Dementsprechend sagt er auch: Schamhaftigkeit ist ein Teil des Glaubens. Schamhaftigkeit ist ein Bestandteil des Imans. Schamhaftigkeit ist keine Schwäche. Schamhaftigkeit widerspricht nicht der Männlichkeit. Ibn al-Qayyim beschreibt diesen Charakter mit folgenden Worten. Er sagt: Der Charakter der Schamhaftigkeit gehört zu den besten und edelsten Charakteren und ist von größtem Wert und Nutzen. Ja, es ist ein spezifischer menschlicher Charakter, etwas, das den Menschen auszeichnet. Und wer keine Schamhaftigkeit in sich hat, hat von der Menschlichkeit nur das Blut und Fleisch und das äußere Bild, das äußere Aussehen. Wenn es diesen Charakter nicht gäbe, würde der Gast nicht geehrt, das Versprechen nicht gehalten, das Vertrauen nicht erfüllt und niemandem würde geholfen werden. Wir beschränken jedoch Schamhaftigkeit oft mit einem Charakter, das sich in der innermenschlichen Beziehung zeigt. Tatsache ist aber, dass es eine edlere und eine noblere Form des Schames, der Scham gibt, nämlich die Scham vor Allah Azza wa Jalla. Die Scham des Dieners vor den Blicken seines Schöpfers. Daher sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt: Seid schamhaft gegenüber Allah, wie es gebührt. Sie sagen, oder die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagten: Wir sind schamhaft. Alhamdulillah. Daraufhin sagt er: Nicht das ist gemeint. Nicht das ist die Schamhaftigkeit. Schamhaftigkeit gegenüber Allah, wie es gebührt, bedeutet, dass du deinen Kopf und was er enthält schützt, dass du deinen Bauch und was er enthält oder was du in ihm einführst schützt und dass du dich an den Tod und die Verwesung erinnerst. Und wer das Jenseits anstrebt, lässt die Zierde der Welt hinter sich. Und dann sagt er: Wer das tut, der hat sich wahrlich vor Allah geschämt. Der Schutz des Kopfes und was er beinhaltet, wird mit folgenden Dingen sichergestellt. Erstens, dass ein Muslim seinen Kopf davor schützt, sich vor jemanden anderen als Allah Azza wa Jalla niederzuwerfen oder sich vor jemanden außer ihm zu verbeugen. Denn sich vor jemanden anderen als Allah zu verbeugen, ist verboten, vielmehr ist es eine Art des Götzendienst gegenüber Allah. Daher sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Wenn ich jemanden befehlen würde, sich vor jemanden niederzuwerfen, dann würde ich der Frau befehlen, sich vor ihrem Ehemann niederzuwerfen. Zweitens, dass er seinen Kopf vor der Arroganz gegenüber den Geschöpfen bewahrt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Niemand, in dessen Herzen ein Staubgewicht von Arroganz ist, wird das Paradies betreten. Und Allah Azza wa Jalla sagt zum arroganten Sohn Adams: Und wandle nicht auf Erden prahlerisch herum, arrogant herum. Du wirst die Erde nicht durchbrechen, noch die Berge an Höhe erreichen. Du hast kein Gewicht auf der Erde. Du hast keine Größe in der Masse. In Wahrheit bist du im Universum nur ein Staubkorn unter den vielen verstreuten Staubkörnern. Was erregt also deine Arroganz und deine Hochmut, du Ameise im Kosmos? Drittens,
und dass er seine Augen davor schützt, auf das zu schauen, was Allah verboten hat. Er sagt, sagt den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das ist reiner für sie. Allah ist wahrlich bewusst, was sie tun. Und sagt den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken. Das bedeutet, er weiß, wer Blicke stiehlt, wenn die Menschen nicht hinschauen. Du nimmst die Menschen, du gibst den Menschen schweres Gewicht, aber nimmst Allah auf die leichte Schulter, obwohl er immer bei dir ist, wo immer du bist. Viertens, dass er seine Zunge vor übler Nachrede, Klatsch und Tratsch, Lügen, falschen Zeugenaussagen und Obszönität bewahrt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Muaz ibn Jabal, er sagte, hüte dich vor diesem. Und er zeigte auf seine Zunge. Woraufhin Muaz entgegnet, o Prophet Allahs, werden wir für das, was wir mit unseren Zungen sagen, werden wir dafür belangt? Und dann sagt er, möge deine Mutter dich betrauern, Muaz, wirf die Leute ins Feuer, auf ihr Gesicht oder ihre Nasen, etwas anderes als die Ernte ihrer Zungen. Und er sagte zu einem anderen, der ihn nach der Erlösung fragte, er sagte, hüte deine Zunge und dein Haus soll dir Genüge sein und weine über deine Sünde. Fünftens, das Gehör zu schützen vor dem Hören von übler Nachrede, Klatsch und Tratsch, Obszönitäten, verbotenen Musikinstrumenten. Denn auch für dein Gehör und für deine Augen wirst du am Tage der Auferstehung Rechtschaffenheit ablegen müssen. Allah Ta'ala sagt, wahrlich das Hören, das Sehen und das Herz, von all dem wird man zur Rechenschaft gezogen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dem Sohn Adams wurde sein Anteil an Unzucht zuteil. Und dies wird er unweigerlich erreichen. Die Augen begehen Unzucht durch das Schauen, die Ohren durch das Hören, die Hände durch das Greifen, die Füße durch die Schritte. Das Herz sehnt und wünscht und das Geschlechtsteil bestätigt oder widersetzt sich. Ebenfalls das Behüten des Bauches. Aus Scham vor Allah sollte man seinen Bauch vor dem Essen des Verbotenen bewahren und die Geschlechtsteile vor Unzucht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah ist rein und akzeptiert nur das Reine. Und Allah hat den Gläubigen befohlen, was er den Gesandten befohlen hat. Und der Erhabene sagt, O Gesandte, esst von den guten Dingen und tut Gutes. Und er sagt zu den Gläubigen, O ihr Gläubigen, esst von den guten Dingen, die wir euch gegeben haben. Dann erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann. Dann erwähnt er einen Mann, der auf langer Reise ist, weil die Reise eine Ursache für die Erhörung der Bittgebete ist. Er sagt, beschreibt ihn und sagt, ein Mann, der auf einer langen Reise ist, unordentlich und staubbedeckt, der seine Hände zum Himmel streckt und sagt, O Herr, O Herr, und sein Essen ist verboten, und sein Trinken ist verboten, und seine Kleidung ist verboten, und er wurde mit Verbotenem ernährt. Wie kann dem erhört werden? Und er sagte ebenfalls, wer mir das, was zwischen seinen Kiefer und das, was zwischen seinen Beinen ist, garantiert, dem garantiere ich das Paradies. Zur Scham gegenüber Allah Azza wa Jalla gehört ebenfalls das Denken an den Tod und die Prüfungen, sich an den Tod und die Prüfungen zu erinnern. Denn das häufige Gedenken an den Tod treibt denjenigen, der daran denkt, zu Gehorsam und hält ihn von Sünden ab, kürzt seine Erwartungen. Es minimiert, was für ihn viel erscheint und vergrößert, was für ihn gering erscheint. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, gedenkt oft des Zerstörers der Freuden, den Tod, denn niemand hat jemals in Zeiten der Not daran gedacht, ohne dass ihm Erleichterung gewährt wurde. Und niemand hat
jemals in Zeiten des Überflusses daran gedacht, ohne dass ihm Bedrängnis auferlegt wurde. Jibril sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Muhammad, lebe so lange du willst, denn du wirst sterben. Liebe, wen du willst, denn du wirst ihn verlassen. Tu, was du willst, denn du wirst ihm begegnen. Ein Dichter sagte in ungefährer Übertragung, er sagte, zu unseren Fristen ziehen wir Stunde um Stunde. Unsere Tage sich fügen gleich Stufen zur Runde. Und nie sahen wir Wahrheit so stark wie den Tod. Scheint, als ob, wenn Wünsche ihn übertreffen, er schwindet zum Spott. Wie grausam ist Fahrlässigkeit in der Zeit der Jugendglut. Wie lebt man damit, wenn das Grau auf dem Haupte ruht? Entferne dich von der Welt mit dem Proviant der Frömmigkeit, denn dein Leben sind Tage, gezählt und in ihrer Kürze gescheit. Der kluge Mensch ist derjenige, der sich mehr um das Beständigere und Bleibendere kümmert. Umar ibn al-Khattab abschließend, er sagte, wer wenig Scham hat, hat wenig Frömmigkeit. Und wer wenig Frömmigkeit hat, dessen Herz stirbt. Zayd ibn Thabit radiallahu anhu sagte, wer sich nicht vor den Menschen schämt, der schämt sich auch nicht vor Allah.